Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei der Phantom Arena, Park Nummer 3 auf unserer Summer Tour 2019 durch Großbritannien. Ich habe gesagt, ich melde mich zunächst aus unserem neuen Hotel und das ist das Hotelzimmer. Also wenn ihr das letzte Hotel gesehen habt, was wir in Blackpool gehabt haben, das war ja ein Flohhook gegenüber das, was wir hier haben. Geräumig, sehr groß, ein bisschen altbacken natürlich, es ist halt hier in England so. Und ja, hier auch allein diese. Und jetzt habe ich das zugemacht, Moritz. Ja. Wir haben hier so ein kleines Problem mit der Tür. Ben ist ein bisschen überfordert. Ja, guck mal, er auch. Voll stolz. Voll stolz. Ja, also hier behindertengerecht, ne? Eine Toilette und hier ebenerdige Dusche. Sehr fein, haben wir auch heute schon benutzt. Und ja, ich wollte euch einfach nur dieses Hotel zeigen. Haben wir auch gestern schon gegessen. Mein englisches Essen gegessen. War eigentlich richtig gut. Frühstück gibt es ja auch wieder. Das übliche englische Breakfast mit Sausage und Bacon und Scrambled Egg und weiß ich was alles. Beans. Beans musst du extra zahlen. Na guck mal, ich habe die schon wieder nicht gefilmt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Flamingoland, denn da fahren wir heute hin. Und ich melde mich dann. Ich zähle Flamingos. Genau. Aus dem Flamingo-Problem. Oh Gott, er hat Flamingo-Probleme. Probleme ist, wir haben vorher schon alles Online-Tickets gekauft. Bei mir hat es geklappt, ich habe mein Online-Ticket auch bekommen. Aber bei Moritz ist es so. Der hat nur seine Zahlungsbestätigung von PayPal bekommen. Und sonst nichts. So, also kleines Problemchen. Wir sehen uns gleich im Park. Jetzt kommt das Intro und dann sind wir auch schon da. Ha! Hello from the countryside. So, wir sind da. Moritz hat jetzt irgendwie ein bisschen Angst, weil er nicht weiß, was mit seinem Ticket passiert. Was geschieht nun? Schreib's mal in die Kommentare. A, er kommt rein. B, er muss nach Hause fahren. Oder D, er muss ein neues Ticket kaufen. D, wo ist denn überhaupt C geblieben? C fällt auf. Schreib das mal in die Kommentare. A, ich hab's einfach vergessen. Oh Gott. Guck mal, eine Monorail, die hässlich ist. Eine Monorail, die richtig hässlich ist. Ja, also ihr seht hier auf dem Parkplatz, es ist noch nicht wirklich viel los. Da hinten wird eine neue Achterbahn gebaut mit 10 Inversions. Die wird aber nächstes Jahr erst eröffnen. Oh, wir sind ein Jahr zu früh, macht aber nichts. Ja, wir haben hier wirklich ein paar Clowns stehen. Machen Sachen, ne? Toll. Hier gibt es eigentlich auch noch hier so für mit Tieren so ein bisschen was, so ein Zoo. Den besuchen wir aber heute nicht. Aber das heißt der Flamingoland. Also hier wird es auch wahrscheinlich irgendwo Flamingos geben. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall wieder einen SLC Hour Coaster. Wir haben hier einen Freefall. Ich würde zur Information gehen. Ja. Weil die anderen wissen nämlich nichts, glaube ich. Oh, guck mal hier, so ein Pirates of Zanzibar Show um 7 a.m. Ich finde das irgendwie ganz lustig, schön hier, diese ganzen Kassenhäuschen. Und hier kannst du dich schon mal komplett überall anstellen. Für die Kasse habe ich so auch noch nicht gesehen, dass es hier so viel Zickzack ja, für eine Kasse gibt. Aber, ja, ganz cool. Wir checken das jetzt mal hier mit Moritz' Ticket. Und dann gehen wir rein. Es ist jetzt nicht so sonnig wie gestern. Hoffentlich verziehen sich die Wolken noch ein bisschen. Es ist aber eigentlich ja, nicht so warm, nicht so kalt. Eigentlich ganz cool, so für so einen Freizeitpark-Tag. Und ich weiß es nicht. Also ich habe heute Morgen schon zu Moritz gesagt, ich weiß nicht, ob die Engländer schon wirklich Sommerferien haben. Weil es war auch gestern so wenig los. Und jetzt stehen ja auch noch so viel wenig Leute an. Mal gucken. Aber soll uns nicht stören. Je weniger Leute, desto mehr Fahrspaß. So, bis gleich. We'll be right back.
wir sind im Park angekommen, das mit Moritz Ticket hat eigentlich sehr gut geklappt. Er war beim, bei Informationen, er hat danach geguckt, ne? Und dann war irgendwie alles schon so, hat alles geklappt, er hat das Ticket dann bekommen. So, meine lieben Damen und Herren, ich fahre heute als erstes, als erste Attraktion, meinen ersten Flying Coaster. So, da ist das Ding. Heißt Zero, ist jetzt ein bisschen was anderes als das, was im Phantasialand gebaut wird. Aber man liegt und fliegt. Du bist so ein Ding schon mal ähnlich geil gefahren, ne? Im Wiener Prater. Echt? Ist es genau so? Ja. Und es ist schmerzhaft, ne? Geht. Also alle finden es schmerzhaft, aber ich halt nicht. Aber das ist halt öfter mal so. Okay. Ja, also was muss, das muss. Deswegen fahren wir jetzt 100 Rero. Und diesmal ist es nicht von Phil. Gitter vor dem Kopf, da fahren die Prater nicht. Wenn nicht, dass du da vorne durchschießt. So, also wir fahren jetzt mal eine Runde. Man liegt da drin. Ich weiß nicht, wie weit man hier festgegurtet ist. Man hat da noch extra Gurte drüber, das sehe ich zumindest. Das gibt es im Prater nicht. Da war ich schon sehr überrascht, wie offen das ist. Aber, ja. So, ich bin gerade raus hier aus meinem ersten Flying Coaster, den ich jemals gefahren bin. Ich habe jetzt erstmal keinen On-Ride gemacht, weil ich nicht wusste oder wir nicht wissen, ob wir hier On-Rides machen können. Und wir wollten jetzt nicht hier irgendwie direkt ja einen auf böse machen. Ey, was macht ihr mit der Kamera da? Deswegen wollen wir jetzt erstmal fahren. Vielleicht seht ihr in diesem Vlog nachher nochmal einen On-Ride. Also, wenn ihr schon halt so ein bisschen so die Wagen seht, das sieht schon so ein bisschen aus. Ihr kennt doch hier, im Moviepark, diesen Glider, das sieht so ähnlich aus, also das Ding, die Dinger sind so ähnlich und so liegt man da halt auch drin. Ich habe erst gedacht so, ja, weiß ich nicht, das rappelt bestimmt sehr doll, aber ist gar nicht. Also ich habe auch noch ein bisschen Schiss gehabt wegen dem Knie, weil es ja gegen die Plastikplatte da so ein bisschen drückt, weil ich hatte ja diese OP und hab gedacht, dass es dann vielleicht da ein bisschen drückt oder wehtut. Ja, wenn das halt so ein bisschen rappelt und so. Aber erstmal das gar nicht und rappeln tut das halt auch irgendwie nicht wirklich. Also Schaden sowieso nicht. Es ist halt wirklich mega gut fahrbar. Also Moritz hat gesagt, er ist sowas ja schon im Wiener Prater gefahren. Genau das gleiche Teil. Nur das Ding liegt ja wohl auf Sohle und hat jetzt keine Fundamente. Da ist es halt wohl nicht so sanft wie hier, aber auch fahrbar. Aber das Ding, also werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal fahren. Es ist irgendwie mal was komplett anderes und es macht auf jeden Fall sau viel Spaß. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, unser erster Account jetzt hier gewesen, in diesem schönen Flamingoland. Also ich finde das hier schon wieder ein bisschen nicer als gestern hier Dingenskirchen. Wo waren wir gestern nochmal? Lightwater Valley, genau. Weil das irgendwie dann doch wieder so ein bisschen enger aneinander gerückt ist wie in Lightwater. Ja, hier haben wir ja noch so eine kleine Autofahrt mit drei Spuren, davon sind aber nur zwei besetzt momentan. Das Ding wird wahrscheinlich auch nochmal was ganz Besonderes werden. Kommen wir gleich zu. Ihr seht, hier haben wir noch einen Freefall, da haben wir noch einen SLC, hier haben wir noch einen Disco-Coaster, der ist aber glaube ich nicht in Betrieb. Da ist auf jeden Fall noch eine Abdeckung auf dem Wagen drauf oder auf der Scheibe drauf. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal weiter und lassen uns überraschen, was wir als nächstes hier finden und fahren. Darf ich wieder was korrigieren? Ja, darfst du. Der Disco-Coaster ist kein Disco-Coaster, sondern ein Mega-Disco. Großer Schwein. Ist aber eigentlich dasselbe, nur ein bisschen größer, oder? Der Disco-Coaster hat eine Welle in der Mitte. Also der Disco-Coaster ohne Welle. Aber ist gut, dass ich immer so einen kleinen Kimmelfeldmotor dabei habe. Ja, genau. Damit man halt auch, ne, damit ich nichts Falsches sage. Nicht, dass ihr nachher hier mal hinkommt und sagt, ja, Papa, Mama, ich möchte jetzt hier den Disco-Coaster fahren. Und ihr Mama, belügt so, dann. Hör, was mit Disco-Coaster? Das ist doch. Mega, das ist eine große Scheibe. Ne, ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwie verblamiert oder vor eurer Freundin, Frau, eurem Hund, eurer Katze. Irgendwie so. So, wir gehen jetzt mal weiter. Oh, hier ist ein Diner übrigens, ne? Das sieht richtig aus wie ein Diner. Also so wie so ein richtiger Diner, Moritz. Wie Diner. Ein Diner. So eine Freefall-Fahrer lässt gerade eine kurze Schlägen.
Ja, komm. Erst den Count holen. Ja, also ich bin. Direkt weiter vloggen und diese schöne Anlage einmal ins schöne Licht drücken. Ich hab die schon wieder nicht gefilmt. So, ja. Also, eigentlich habe ich ja gerade eben gesagt, gucken wir uns gleich mal an. Aber wir hauen jetzt einfach mal die Counts hintereinander weg. Und schauen euch das Ding an. Es war mal die steilste Abfahrt in Europa. Glaube ich. Glaubt ihr, Moritz, zumindest. Aber dann kam ein anderer Fahrer. Frötsch, 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 Frötsch City. Genau. Ja, ihr seht ja, ne, also wenn ihr hier oben ankommt, dann geht das erstmal hier diesen. Und ihr habt auch nachher übelste Hangtime, weil ihr hier einfach über Kopf fahrt. Wir schauen uns das jetzt mal kurz hier bei dieser Fahrt an. Ich meine auch, der Lift ist mega, mega schnell. So. Und dann geht's runter. Und wie? Eieiei. Ja, nach außen gebankt. Eieiei. Das Ding ist übrigens von S&S. Und ja. Das fahren wir jetzt. Ich glaube, es fährt. Guck mal, nach oben sind es gut. Bye bye. Bye. Bye! Oh no, don't move now! Ja, und ich finde das so angenehm hier auch mit dem, auch mit dem, mit dem, mit dem Stück. So, kommt gerade hier aus Mumbo Jumbo raus. Ja, die S&S-Bahn. Also ich habe eigentlich gedacht, so stand da so ein bisschen an und die Leute so vor dem Kopf so umsteigen, so, oh, die rappelt bestimmt ganz doll. Aber nix ist. Also. So eine ruhige Fahrt, ja gut, ihr seht jetzt nicht so viel von. Auch so jetzt mit ein bisschen mehr Bauch, ne? Auch nicht so wirklich das Problem. Deswegen, also ich habe bei beiden Sachen jetzt gedacht, unruhig. Aber beides ist irgendwie nicht wirklich unruhig. Also man kann wirklich beides. Ein Dollar pro Wein. Also, ja, krass. Ja, sieht man's. Da kann man für 2 Euro einen Kickboss fahren. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, also wir sind in 2 Bahnen gefahren. Bei beiden Bahnen habe ich gedacht, oh, das ist aber eventuell, uiuiuiui, das könnte ein bisschen rappeln, aber wirklich falsch gedacht. Das Ding fährt so ruhig und man hat hinten halt ja, so eine Lehne am Kopf irgendwie. Und normalerweise, weil ich ja größer bin, ist es bei meisten Bahnen immer so, dass sie immer hier unten enden und mein Kopf irgendwie da drüber ist, aber das ist ja auch nicht so. Und das ist so schön weich und man kann das so schön da reinlegen, den Kopf. Also richtig, eine richtig schöne Bahn, richtig auch intensiv an den ein oder anderen Stellen, was an einer Stelle richtig nach außen gebankt, dann halt dieser ganz tiefe Drop, der einen Weltrekord hatte. Wir haben jetzt gerade eben nochmal geguckt, der vorne hatte. Hier vorne steht nämlich nochmal vom Guinness Buch der Rekorde, keine Ahnung, irgendwie nochmal so ein Schild. Aber wie gesagt, in Frankfurt City, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der Park in Frankreich auf jeden Fall, der ist ein bisschen steiler, also die Achterbahn dort. Bitte? Gibt wieder noch steilere. Und noch steilere. Siehst du, Moritz weiß das. Aber naja, es war mal auf jeden Fall das Steilste, was man so gibt, ne, oder gab. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schönes Gerät und ich werde hier mit dieser Achterbahn auf jeden Fall noch die ein oder andere Runde heute fahren, weil es ist mega, sehr kompakt, also das ganze Layout, das ganze Ding, aber es macht so viel Spaß und es tut überhaupt gar nicht weh.
Und diese ganze Hangtime, die du dann hast, wenn du da einmal so über Kopf stehst, das kommt dir wieder so ewig lang vor. Macht richtig, richtig Bock. So, ich denke, wir counten direkt mal den nächsten. Da kann ich jetzt aber wirklich sagen, ich glaube, das schlägt und ich glaube, das tut ein bisschen weh und ich glaube, damit habe ich recht, denn wir fahren hier den SLC, dessen Name Kumali ist. Ist so. So. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. So, also, wir fahren jetzt eine Runde SLC, wie gerade schon gesagt. Aber das ist nicht das Layout, was ihr vielleicht aus ganz, ganz vielen Parks kennt. Es ist das Standard-Layout, aber es wird noch zweimal gebaut. So, und ja, hier gibt es noch eine Zero-G-Roll, die ist nämlich zum Beispiel hier vorne. Da gibt es da hinten noch eine Cobra-Roll, gibt es sonst auch nicht. Und eine Helix, hast du gesagt. Und Looping. Ne? Und Looping. Looping. Ja, und deswegen fahren wir, ja nicht nur deswegen, sondern auch weil wir einfach Bock drauf haben. Nur deswegen fahren wir diese Bahn. Ja, wir sind auch. Weil wir wieder Mumbo Jumbo filmen. Richtig. Statt mich. Na? Na, das ist die Stimme aus dem Off so langsam. Mensch, das ist wahrscheinlich auch, weil ich hier diesen Gimbal da, ne, wie heißt Gimbal, das Ding Markus. Da? Dieses komische Ding da nicht drauf habe, weil sie mich verbot haben. Wenn du nicht zuhältst, ey. Ja, Mensch. Ja, also hier müssen wir ein bisschen. Wir dürfen scheinbar filmen. Ja, wir dürfen bestimmt filmen. Weil wir hatten jetzt eben gedacht, oh, hier ist vielleicht so ein bisschen, ne, mit Film, vielleicht wollen die das nicht so. Aber man merkt halt immer, und das wird immer klarer, je kleiner so Parks sind, desto scheißegaler ist das irgendwie, ne? Also guckt ihr jetzt mal die ganzen Merlin-Parks an hier oder was ich was, da kann, die geben Scheiß da drauf. Also da hast du irgendwie so gefühlt gar nichts. Aber wenn ihr hier in so kleine Parks bist, die freuen sich glaube ich auch direkt. Also hier gerade der Rhino-Pill da vorne stand, der sagt, ey, guck, fand ich richtig cool. So. Wir stehen an, brauchen vielleicht eine Viertelstunde, bis wir dran sind und dann geht es los und seht ihr hier hoffentlich das Unwald, falls wir das hier auch dürfen. Aber ich denke mal, dass es hier aussieht. It is so windy. Windy wind. Oh, Splash Battle! Oh, guck mal! Das ist ja wie in Walibi Holland! Du fährst auch genau unter den Duschen. Geil! Oh, ich kann die Tiere sehen! Ach du Scheiße! Ich sehe Giraffen! Und ich sehe Schmerzen ab und zu kommen. Na, dann wollen wir mal, ne? Aua. Und bitte nicht. Nein! Oh Gott! Jetzt geht's los. Oh nee, 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 oh. Ja, würde ich auch sagen. Was ist hier los? Mein Einfach! Das ist der beste Ach, egal. Oh. Wie lange war das? Der beste Beste SLC. Ja, danke. SLC in my life. Hä? Warum schlägt denn in diesem Park nichts? Das ist die Luft hier in England. Hier schlägt einfach nichts. Die fuhr voll gut. Selbst die 7G, oder wo ich hab so Angst gehabt und dann auf einmal gar nichts. Lol. Ich bin so perplex, ich kann auch nicht mehr SLC sagen. Gott, was war das denn? Guck, das ist doch eher der Board. Da hat das mal richtig Was ist bitte los mit diesem Park? Ich verstehe das nicht. Es sind drei Bahnen, wo ich dreimal gedacht habe, Alter, das Ding, das muss schlagen. Und es schlägt einfach nicht. So, und jetzt sind wir mit dem SLC-Coaster gefahren, das Ding, das überall schlägt, das überall Kacke fährt. Und dann jetzt hier auch nochmal hier mit so einer Zero-G-Roll, was dann nochmal so übertrieben mehr Kacke sein müsste. Aber was war das für eine Fahrt? Es hat null geschlagen. Hallo, ich bin gerade ein SLC gefahren. Und was für ein Gerät hier einfach. Weiß ich nicht, hier mit Looping und wie gesagt hier die Zero-G, dann da hinten noch diese Cobra-Roll. Aber das Ding, das schlägt einfach null. Ihr kennt das ja von SLC, dass ihr dann einfach euch nach hinten so richtig reinpresst und denkt, oh Gott, lieber nicht, lieber nicht.
Und dann fährst du das Ding und denkst so auf einmal, ja, jetzt müsste es langsam anfangen zu schlagen. Oh, nächstes Element. Ja, jetzt müsste es schlagen. Nächstes Element. Jetzt müsste es doch eigentlich mal schlagen. Aber nix ist, du kannst das Ding fahren. Und ich hab, also bei dem SLC habe ich es noch nie gesagt, aber bei diesem SLC würde ich sagen, ich will nochmal fahren. Weil es ist einfach fahrbar. Es ist komplett 100% fahrbar. Nirgendwo, klar, es rappelt ein bisschen, aber es ist nirgendwo kommen diese Schläge, die du vom Moviepark kennst, die du vom Walibi kennst, von allen anderen Parks. Aber hier ist es halt irgendwie, ich weiß es nicht, also ich finde es halt mega verrückt. Es sind drei Bahnen, wie gesagt, gefahren. Drei Bahnen, wo man denkt, ja, aber zwei Bahnen, wo man denkt, so, könnte ein bisschen schwierig werden, könnte eventuell ein bisschen ruckeln. Nö. Und dann, wo du dir hundertprozentig sicher bist, das Ding, das haut dir jetzt alles wieder raus. Nö. Irgendwie will der Park uns verarschen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind leider schlau draus. Aber ja. Wir haben von oben auf jeden Fall schon mal hinten da diesen ganzen Zoobereich gesehen, den es hier noch gibt. Da sind Zebras zum Beispiel und sowas. Aber ich habe jetzt auch noch nicht gesehen. Das heißt, Flamingoland, hier soll es auch Flamingos geben, aber wahrscheinlich nicht hier in dem Bereich, sondern wirklich dann im Zoobereich. Ja, hier könnt ihr nochmal sehen. Hier fährt die Bahn gerade hoch. Kumania heißt das übrigens hier. Und also ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Erstmal hier vom Park und zweitens natürlich noch mehr hier von den Achterbahnen. Also es geht hundertprozentig alles klar, was wir bisher gefahren sind. Mega gut und ja, es ist halt wirklich krass. Du denkst, du weißt alles, du denkst, du hast alles schon gesehen und du weißt, wie sich so eine Bahn verhält. Und dann fährst du in so einen Park und dann guckst du dir die Scheiße an und dann hast du auf einmal ein komplett anderes Bild von dieser Vekoma-Bahn, die eigentlich alle so immer nur verteufeln, weil sie halt einfach, und dann muss man eigentlich sagen, wirklich scheiße sich fährt normalerweise. Aber hier, ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Also irgendwie bin ich richtig geblättert von dem Ding, dass das Ding so fährt, wie man es eigentlich nie vermutet. Ja, wir haben es gerade eben schon von der Achterbahn gesehen, hier gibt es noch ein Splash Battle. Übrigens gibt es hier auch so einen Wasserspielplatz, wie ihr hier seht. Ja, es ist gerade ein bisschen windig, ich glaube deswegen sind auch nicht so wirklich viele Kinder gerade am Planschen. Aber hier gibt es, wie gesagt, ein Splash Battle und ihr kennt es eventuell, also die Wagen und auch hier diese einzelnen Elemente, einige von denen, nicht alle, aber die gibt es auch so im Walibi Holland. Sind wir letztes Jahr gefahren und wir sind so nass geworden bei diesem Teil und es macht eigentlich mega viel Spaß. Ja, Bock macht es aber auch. Und ja, hier sieht es ein bisschen runtergeranzter aus, ist nicht so schön angestrichen. Obwohl ja, die Wagen an sich dann doch schon wieder schön glänzen. Aber ja, kennt man wie gesagt auch aus dem Walibi Holland. Und Moritz hat Bock zu ballern hier mit Wasser. Wir fahren mit Velocity jetzt einen Motorbike-Coaster von dem Vekoma. Kennt ihr eventuell aus dem Doberland, da gibt es ja auch so eine Achterbahn. Nur hier ist es anders, die Station steht anders und man fährt hier erst eine Kurve. Aber ansonsten ist das Layout gleich wie im Doberland, hat aber auch eine andere Farbe und ja, macht im Doberland schon Bock, also warum soll es nicht auch Bock machen. Und wenn wir gerade schon mal hier stehen, dann stehen wir hier direkt vor der Neuheit 2020, hatte ich ja eben schon mal erzählt. Ein Zen Inversion Cursor von Intermin, die sind gerade dabei auch die Fundamente zu setzen und so. Ja, kommt jetzt hier bald. Und hier ist irgendwie laut. Thank you.
einfach. Sogar den Motorbike-Coaster noch mal gefahren. Also, wenn man den jetzt mal vergleicht mit dem mit den Busterbikes aus dem Toverland, also ist das schon eine Nummer härter. Wir sind natürlich vorne gesessen wegen Onrides und wir sitzen dann meistens immer so ein bisschen gerade vorne, aufrecht, weil wir dann ja gerade filmen wollen. Und wir kennen halt den Launcher so ein bisschen vom Toverland. Und ja, der hier war ein bisschen intensiver. Also der hat schon richtig ordentlich Power. Und auch sonst ist er halt so ein Ticken schneller als der im Toverland. Macht richtig Spaß, aber hier sieht er halt irgendwie abgeranzter aus. Überall irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so Roststellen. Die Farbe blättert irgendwie so ein bisschen ab. Also ist nicht so gut im Schuss wie das im Toverland, die Achterbahn. Aber sie ist wirklich ein bisschen intensiver. So, jetzt haben wir eigentlich alle sehr großen Achterbahnen gefahren. Jetzt haben wir noch drei kleine. Einmal hier, dieses mit diesen Fliegedingern. Sind wir auch in Madrid gefahren, so eine Bahn. Dann dahinter noch eine kleine Achterbahn, die auch so in Madrid steht, mit Paw Patrol Thematisierung. Und da hinten ist, glaube ich, noch so ein Winnie der Wurm oder sowas. Die fahren wir halt auch noch. Hier haben wir noch so eine, ja, Frisbee, die unterm Dach immer die ganze Zeit hin und her fährt. Auch sehr lustig, auch noch nicht so gesehen. Ja, und dann haben wir aber erstmal alle Counts durch. Es gibt noch zwei Wasserbahnen, glaube ich, oder mindestens eine Wasserbahn. Ja, wird gerade ein bisschen bedeckter, ist frisch auch ein bisschen auf. Müssen wir mal gucken, aber eigentlich hätte ich schon Bock, nachher noch die Wasserbahn zu fahren. Toll, ich sag's da. Ja. Und es gibt hier eine Monorail, die kommt auch alle paar Minuten. Die kommt zum Beispiel da gerade. Und es gibt auch noch eine kleine Eisenbahn. Hm? Und eine Seilbahn. Und eine Seilbahn. Die aber schon seit gefühlter Zeit, seit einiger. Jetzt steht's aber wieder. Steht mehr als Pferd. Aber diese Dinger, die sind so klein, da brauche ich, glaube ich, ein Ding davon. Und dann die Füße, da halte ich die Füße raus auf der anderen Seite. Naja. Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich hab nicht mehr den Füller kontrolliert, der war einfach nur da auf. Bei mir ist alles sicher. Ja, bei mir auch. Oh, die schlägt voll. Aua. Die schlägt. Das Kind weint schon. Ja, da passiert nichts. Ich werde das Bild ein bisschen ruhiger wird. Zu schnell. Oh. So, wir sind jetzt gerade mit dem schönen Flugzeugen hier gefahren. Also die Ride-OPs sind ja hier so der Knaller. Ich habe gefragt, also ich habe hier so eine Klemme für die GoPro, ob ich die vorne so dran machen kann. Und der so, ja, sure, it's not my problem. Aber wenn es runterfällt, hast du halt Pech. Und ja, können wir halt einfach machen. Richtig cool. Also wir sind jetzt hier im Land der kleinen Kinderkauen. Wir fahren jetzt hier Runaway Mine Train. Die wohl neueste Bahn von den dreien. Ist das so? Also sie sehen auf jeden Fall am neuesten aus. Das ist wohl wahr. So, also das Ding steht hier schon ein paar Jahre und das da hinten auch. Und ich glaube, er hier ein paar Jahre weniger. Ja, wir fahren aber mit. Das wird wieder sehr, sehr lustig werden, weil wir haben das in Madrid ja schon probiert. Sind das auch gefahren, nur ich saß da wie so ein, weiß ich was, wie eine, richtig wie so eine dicke Wurst da drin. Und ich hab's ich konnte es nicht filmen, weil ich hab's gefilmt, aber da hat diese GoPro aufgehangen. Und weh, du machst es jetzt nochmal. So, ja, guck jetzt einfach mal, wir fahren jetzt einfach mal. Ja, wir excusen you. Und dann fahren wir jetzt zur Runde. Juhu! Das ist
Zeit kurzer, wenn ich fahre. For your safety, please remain seated and keep your arms and legs free. So, der Wagen war gerade so klein, die haben mich irgendwie seitwärts da reingesetzt. Da meinte so, ja, einer von den beiden Böden muss zu sein, dann geht das. Das ging auch. Also der erste Achterbahn, die ich seitwärts gefahren bin. Sehr gut, also komplett seitwärts. Jetzt fahren wir hier noch mit diesem Stein. Dino Roller heißt das Ding. Dann haben wir hier so ein bisschen Slackhahn, ja, dieses Riesenrad. Und da hinten, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, hat Moritz gerade noch eine Achterbahn entdeckt, ein Spinning Coaster. Aber erstmal fahren wir hier noch das kleine Ding. Toll, Moritz, das habe ich auch so einen Scheiß online. Gar nicht. Nur weil du mehr Abonnenten hast, weißt du? Ja, Abos bringen halt Klick. Ja, aber das ist ja Henne-Ei-Prinzip. Ja, das, so ist die Welt halt. Uiuiuiui. Ja, jetzt sind wir hier noch diesen Spinning Coaster gefahren. Von San Pedro das Ding. Also wenigstens hier die Wagen, aber keine Ahnung. Was denn? Fila? Fila-Show? Hä? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade hier mit dem schnicken Gerät gefahren. Wir sind nur zwei Runden gefahren, die vor uns sind komischerweise drei Runden gefahren. Aber in der ersten Runde, also da haben wir uns sowas von gespinnt, wir waren so gut beladen. Stange da, ne? Leute! Jetzt haben wir mal ein Bändchen dran. Kamera oder so. Richtig Spaß gemacht. Und damit können wir einen Check, das durften wir bisher noch gar nicht bei keinem Park sagen, einen Check bei diesem Park dann machen. Denn das war die letzte Achterbahn in diesem Park. Alle Counts geholt. Und ja, jetzt geht es nachher nochmal drin. Nochmal ein paar Bahnen, nochmal noch
nochmal zu fahren. Moritz nervt mich schon die ganze Zeit, er will unbedingt die Seelöwen hier gar in den Fahrrad. Nicht, ich mache ihn wieder. Ja, aber du willst das, wenn du das so oft sagst, dann muss das ja wohl irgendwie schon... Ich erfülle dir gerne den Wunsch. Ich mag keine Tiere. Du magst keine Tiere, aber Seelöwen. Ja. Okay, der hat manchmal so einen neben sich laufen. Auf jeden Fall, ja, macht er jetzt hier gleich noch einen Offride oder weiß ich was. Ich fand das Ding auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ja, hier ist wirklich so Kleinkind-Ride-Part. Also hier wirklich, hier haben wir auch noch so ein Fliegeding. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir alle Counts haben. Geht doch noch nicht. Was denn? Das wird ja sowas von peinlich. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Also wir spulen am besten nochmal zurück. So, wir sind den vorletzten Count gefahren. Das hier war ein wirklich sehr schönes Gerät, ein Spinning Coaster von Zamperla, beziehungsweise wenn schon, dann hier die Wagen von Zamperla. Aber jetzt ist noch ein Count da, das wusste ich natürlich vorher auch schon. Da hinten steht noch ein kleiner Count, den müssen wir noch fahren. Der ist aber so klein, ich hoffe, dass ich da reinpasse, weil ja, bei dem einen eben, das war Putsch, war schon ein bisschen knapp mit meinen Beinen, dass ich die überhaupt irgendwo unterkriege. Ja, was soll ich noch sagen? Wir fahren noch diesen Count und dann können wir auch noch ein paar Achterbahnen nochmal fahren, die wir eben gefahren sind, die uns sehr gefallen haben. Außerdem müssen wir auch noch hier zum Beispiel den Freefall Tower fahren. Das wollte ich sagen. So, und jetzt erstmal den Kiddy-Kiddy-Kiddy-Coaster fahren. Der Größe kannst du das Ding nicht fahren. Also, ja, ihr seht's gerade. Also, ich weiß nicht. Ich komme hier nicht rein. Frühefreude. Scheiße. Der hat hier so einen externen Stromabnehmer. Also, ich weiß nicht. Sollen wir nicht mal fragen, ob wir nicht irgendwie... Mama damit reingehen. Mal, also das Ding ist so mini klein. Da ist so eine Teenagerin. Ja, das Ding ist so klein, dass das funktioniert nicht. Die wird jetzt schon da reinfallen. Das funktioniert nicht. Ja, aber Ben so, doch, ja, wir gehen da rein. Ich versuch das trotzdem. Guck sie mal an. Da, bitte. Oh, ach du Scheiß, was macht ihr mit ihrem Knie? Du musst dich nur angurten. Nix muss ich. Also wenn ich da drin sitze, dann bin ich bündig da drin. Dann brauche ich gar nichts mehr. Ja, so, ich fahre das Ding jetzt. Scheiße, wir brauchen den Count, Moritz. Guck mal, wie er sich nicht freut. Er ist bei sowas immer peinlich berührt, weißt du? 100.000 Leute, die ihm folgen, aber wenn er mal sowas machen muss, ne? Dann will er nicht. Ja, nee, ich würde das auch fahren. Ich bin auch den anderen Scheiß gefahren. Ja. Aber da passe ich niemals rein. Wie ja, passt da? Guck mal, er wollte zu zweit, wollte er da rein. Ey, wir versuchen es einfach. Wir können mal fragen, ob it possible is that we have a bind outside of the Dings. Oh mein Gott. Ja, wir müssen das fahren. Doch, ich fahr das jetzt. Guck mal, lieber auf die Brustbeschränkung. Ja, genau, vielleicht dürfen wir es ja gar nicht fahren. So, wir gucken jetzt einfach mal hier auf die Brustbeschränkung. Mein Gott, er stellt sich mal schon an. Hier, ihr könnt hier mal von vorne. Also. Wir können auch so zwei Wagen besetzen. Eieieiei, ich weiß es nicht. Ja. Ach, ja, scheiße. Lost Count. Heißt es eigentlich auch für jung gebliebene Erwachsene? Für jung gebliebene Erwachsene wäre es ja halt auch vielleicht noch was. Ne? Wenn man jung geblieben ist, dann können wir das fahren. Children only. Toll. Wir sind doch Children. Ja, sagt euch, ich bin auch jung geblieben. Jung gebliebene leben länger. So, scheiße. Ist das jetzt wieder ein Lost Count? Ja. Fahren gibt's ja. Also vergesst das mit diesem Check, das müssen wir in einem anderen Park machen. Hier können wir nicht alles checken, weil wir nicht alles fahren können. Ist halt so schade, aber das, was wir fahren dürfen, das sind wir gefahren. Und das hat auch Spaß gemacht, deswegen werden wir noch ein paar Runden weiterfahren. Aber jetzt ist erstmal Essen angesagt. Moritz nervt nämlich schon. Er will Seelöwen und Essen. Also Seelöwen essen. Seelöwen sind auch nicht Löwen. Ja, komm. Wir holen uns jetzt mal irgendwas zu knabbern. So, wir werden wieder dicker und dicker und dicker, denn es gibt hier was zu essen und hier gibt es nur Burger, so gefühlt. Wir wollten eigentlich wieder Pizza Pasta essen, weil hier gibt es genauso wie in Blackpool so ein All-You-Can-Eat-Buffet
für 8,95 war es auch, ne? Ja, ich glaube. Irgendwie so, also für ganz wenig Geld, wo man dann halt irgendwie so viel Pasta und Pizza essen kann, wie man will. Ja, da wären wir auch fett geworden. Jetzt sitzen wir aber hier im richtig amerikanischen Diner. Finde ich richtig cool. Und haben jetzt natürlich viel echt Burger bestellt. Geht da hinten noch richtig durch. Und genauso wie in Amerika gibt es bei diesem Diner halt auch so eine Kaffee-Flatrate. Du bezahlst einmal und kannst halt so viel Kaffee hier trinken, wie du willst. Da ich aber nicht so der Kaffee-Junkie bin, nutzt mir das irgendwie gar nichts. So, jetzt kommt gleich unsere Cola an und wir machen jetzt mal ein bisschen Chili-Milli, bevor wir dann halt, yes, bevor wir dann nachher nochmal ein bisschen was fahren. Alter, wie groß ist denn eine große Cola hier? Halber Liter. Kann man mal machen. Ja, also, wenn das Essen da ist, zeige ich euch das mal, ne? Damit ihr wisst, wie es ein Hamburger aussieht. Und dann geht's dann gleich auch weiter. Ging voll flott, Essen ist schon da, guck mal. Lecker Fritten, ich habe schon gerade mal probiert, die sind mega lecker. Und dann noch so ein Burger mit Bacon und Barbecue-Zeugs und Salat und sowas drauf. Was auch ganz cool ist, hier gibt es so stylische amerikanische Strohhalme ohne. Ja, große Cola habt ihr eben schon gesehen, Moritz hat einen Cheeseburger. Ja, wir verputzen das jetzt. Ich habe jetzt echt ein bisschen Knast. Deswegen, ich bin Hunger. Das Sündchen ist wieder da und wir haben jetzt genug gegessen. Jetzt ist wieder mal Zeit für ein bisschen Action. Wir fahren jetzt hier eine Runde mit Cliffhanger. Was ist Cliffhanger? Ein Freifallturm oder ein ich schieß dich hochturm, whatever. Und ist das derselbe Turm als im Blackpool? Ja, nur die kurzen Wetterhalle. Wisst ihr Bescheid? Aber hiervon gibt es auch ein On-Ride. So, wir packen zusammen, packen auf. Whatever, GoPro ist schon dran. Seht jetzt ein paar Bildchen davon, ne? Ich konnte Moritz endlich mehr überreden, Wasserbahn zu fahren. Er wollte das überhaupt nicht den ganzen Tag schon nicht. Er wollte nur hier Aufnahmen machen für seinen überdimensional großen YouTube-Kanal. Hier steht übrigens so eine Schiffschaukel, die da heißt Voodoo. Und ja,
Sieht aus wie in Port Aventura, wie Moritz gesagt hat. Da steht wohl auch so ein Ding, das sieht auch aus wie so ein Katamaran. Das sieht auch aus wie ein Katamaran. Mit Tieren reden. Hier kann man mit Tieren reden und mit Storks, also mit Störchen, glaube ich, oder? Wir haben nämlich hier, meine lieben, sehr verehrten Zuschauer und Damen und Herren, liebe Jungen und Maisjes, liebe Kinder und Kinderinnen, liebe Frauen und Frauleuts, liebe Männer und Männerleins, liebe Sondmänner und potenziellen anderen kleinen Viechern, das ist ein super Splash und ich habe Bock, nass zu werden. Ja. Weil gerade ist nämlich die Sonne so richtig raus, dass man das mal machen kann. Moritz sagt ja, ich sag ja, also fahren wir das Ding jetzt mal. Ist das jetzt vom Mack oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, keine Ahnung. Vielleicht merken wir es gleich, wenn wir fahren. So, wir stehen jetzt an hier in der Q-Line von diesem Lost River, right? Nee, doch, Lost River, right? Wir haben gedacht, das wäre einfach nur so ein normaler Super Splash. Kennt ihr ja eigentlich, ne? Ja, Moment. Normalerweise denkt man ja, okay, man fährt einmal hoch und dann runter und dann war es das. So, dann hat mich schon gewundert, dass die Station irgendwie hier ist und da ist halt irgendwie so der Lift. Und dann sind wir jetzt gerade mal da so zum Eingang gegangen und haben da gemerkt, dass diese jungen Damen und Herren, die jetzt gerade sickenass hier unter uns her schwimmen, tauchen irgendwie bums da bums, dass die noch ein paar Kurven hier in diesem Track gefahren sind, die an Tieren vorbeiführen, an Löwen. Kann sein, dass sie extrem nass sind. An Meerschweinen. Keine Ahnung. An Landschildkröten, an Kakapakas und Schnukutukus. Lions und Mars und Twix und Mickey Bell. Ja. All das, das sieht man hier. Und deswegen stehen hier auch so viele Leute an. Das Blöde an dem Ding ist, die haben nur drei Boote. Erst haben wir gedacht, es sind nur zwei, aber es sind drei. Was auch blöd ist, dass man klatschnass wird und die Sonne nicht. Ja, und die Sonne geht jetzt weg. Aber was machen wir nicht alles, um unser Gedächtnis etwas für Tiere zu begeistern und euch ein paar schöne Bilder zu präsentieren. Oh Gott, ich bin so durch für heute, ganz ehrlich. Naja, hier geht's gleich runter, das ist der spannendste Teil. Schrauben wie ein Verstand. Und auch der nasseste Teil, ich weiß es nicht, ob das so richtig ist, weil es bläst gerade von hinten ein kalter Wind. Wir werden sehen, ob wir nachher krank sind oder nicht. Eben. Naja, halbe Stunde. Moritz hat keine Zahnbürste mehr. Er hat die hier irgendwie im Wasser verloren. Ich hab die im Bortenhotel verloren. Das heißt, ja, wir müssen gleich noch shoppingen gehen irgendwo. Shopping. Aber die machen bestimmt alle um 6 Uhr. Ja, bestimmt. So, ich erzähl so viel, zeig hier einfach nur so blöd rum. Ich fühle mich hier irgendwie so, weiß ich nicht. Das ist übrigens nicht vom Mack. Nee? Nee, sowas von. Das ist vom. Von Langnese, glaube ich. Oder vom Duisburger Co., weil jetzt noch ganz viel. Was ist von Woll, meine ich. Von Woll. Wolf. Wisst ihr, dass hier Langnese Wolf heißt? Wolf. Aber wie heißt es nochmal? In Holland heißt es auch anders. Iglu, glaube ich, oder so. Oder Eismann ist was anderes. Aber in jedem Land heißt Langnese anders. Ich habe eigentlich gedacht, ja, es ist Langnesi oder so, aber es ist nicht so. Langnesi oder so. Und für alle, die Spaß haben, nass zu werden, passiv nass zu werden, ohne zu fahren, die können sich da hinstellen, weil da ist eine Splash Zone. So, jetzt haben wir genug geredet, ne? Der Vlog wir ist lang aber genug. Auch den Zoo-Teil mitnehmen. Ja, weil im Zoo-Teil, was ist da nochmal Schönes, Moritz? Sea Lion Show. Die schafft man nicht. Aber ja, hier werden auf der einen Seite werden noch neue Laboratorien. Laboratorien gebaut. Da werden Cheetah-Gehege gebaut. Ja, Gehege. Und die auch Cheetah-Hand. Das ist nämlich die aus Buschgans Temper, der Multilaunch-Poster. Boom! Meinst du, die Gehege sind auch von Funkit-Gehege? Naja, weiß ich. Auf jeden Fall sind da hinten. Da hinten sind auf jeden Fall noch ganz viele Tiere. Irgendwo, da kommt bald nicht, ob wir da hinkommen. Wir haben das aber jetzt erstmal ausgelassen, weil wir eigentlich hier nur ein bisschen zum Vergnügen sind. Ne? Tiere kriegen wir auch zu Hause zu sehen. Ja, ich weiß. Da oben will man das Fett noch im Aufzug runter. Ja, jetzt sagen die anderen, jetzt sagt der eine oder andere, ihr wart da auch in Kolmaden, habt ihr euch auch
Tieren angeguckt. Ja, da gab es auch nur eine Achterbahn und nicht sechs oder so. Stimmt acht? Gar nicht, da waren mehrere Achterbahnen. Drei, aber die waren ja nicht so spannend ja. Wie hier die 30. Ja, aber auf jeden Fall war es ja schön. Jetzt, guck mal, da habe ich so lange geredet, bis das nächste Boot kommt. Nee, du weißt doch, wie lange das dauert. Ja, das dauert jetzt noch 30 Minuten, bis sie da einmal mit dem Lift rauf und runter. Nein, mein Gott, das dauert aber mega lange, bis sie da raus sind. So, wir gucken uns jetzt ein bisschen noch die Gehege von Sunkit an und dann sind wir gleich dran. Können wir das ohne Splash machen? Der Bügel ist auf, der bringt doch gar nichts. Ja, aber dafür ist es. Warum muss ich dann am Rand sitzen? Weil du besser filmen wolltest. Du siehst doch genau das gleiche. Ja, natürlich. Der Typ neben mir sitzt breitbeinig und sitzt für zwei. Ich sehe die Löwen nicht mal. Doch, die siehst du gleich schon. Ich lock die an. Weil wir schwerer sind auf der. Ich werde komplett nass sein gleich. Das ist dran, ja. Fahren. So, wo sind wir? Guck mal, da ist eine Achterbahn im Löwenkäfig. Alle Wasserfahren. Aber da kommt schon das dritte Boot. Was meinst du, was gleich in der Station los ist? Das sind gar keine Löwen. Nein. Guck mal, dieser. Fritteuse. Ich sehe Kröte. Toll. Guck mal, die ist voll lebendig einfach. Die isst den ganzen Tag. Ja, klar. Crushed Coaster. Ich konnte nicht friesen, das war riesig. Ich mach gleich. Ich bin jetzt schon hier. Ja, ich kann ja gleich noch ein bisschen rüber. Zwischen den Beinen. Gucken, ob hier. Wo sind denn die ganzen Löwen? Ben, ich guck nach Löwen. Ich kann das nicht. Es sind keine Löwen da. Was willst du denn unter meinem Arm oder was? Was willst du denn? Das war nicht nass wird. Es regnet. Nein! Hä, wo regnet es denn? Oh, es regnet wirklich. Hör mal, wenn. Ey, wir haben so. Guck mal, die Sonne scheint und es regnet. Es regnet. Ich wollte gleich aber noch was fahren eigentlich. Hallo, hey. Es regnet. Ich merke. Aber es kommt so voll der fette Regenschauer. Scheißegal, wir werden jetzt eh gleich nass. Ob das von der Regen jetzt oder von der Abfahrt. In die Sonne scheint. Guck mal, hier sind ganz viele Enteriche. Oder was ist das? Und Tauben. Können die auch mit zum Ride? Das ist mir scheißegal. Das ist scheiße. Und nee. Deswegen sind die so nass. Bitte lass es auf. Oh, look at where it is. Das bleibt an. Ja, ich weiß. Aber das ist ein bisschen stärker als ich. Oh, weh, man. Ja, hier ist eine. Doch, hier ist das Sonnenfeld. Das ist okay. Da, wie war hier vorne gerade? Das geht jetzt wieder an, weil unser Boot so ist. Guck mal, da tropft mehr als hier. Oh, guck mal da! Vögels! Voll der da waren Vögel, wir müssen ja mal ein bisschen die Kultur tun. Ja, schon ist das. Hier sind wir diese komischen Giraffen. Seltene Spezies. Warum ist jetzt hier so ein Zaun und daneben nicht? Weil die nicht so gefährlich sind. Nein. Ja, aber hier das eine, oder? Hey, es ist nicht Sonne strahlt und es regnet. Was ist denn das für ein Wetter? Englisch. Englisch Wetter. Ja. Was ist denn hier für... Klar, aber wenn die jetzt bei Cheetahs rumrennen, ne? Fressen die dich nicht, wenn die hier auf einmal so ein Boot langfährt? Ja, vielleicht kommt ja noch was. Ja, so Zaun, ein Zaun. Ja. Das kann gut sein. Ja, bis da ist ja, guck mal, da ist ja auch neu, der Zaun. Ich hoffe nicht, dass da schon ein Tropfen auf der Linse ist. Ja, ein bisschen vielleicht. Hast du keinen Bildschirm? Doch, der ist doch an. Ich sehe den nicht. Guck mal hier, da ist ein Ibis, ein Hotel. Hast du gesehen, da sind die Hotel rumgeflogen. Die heißen wirklich so. Ja, die roten Viecher, das sind Ibisse. Auf Budget das oder kann, normal oder. Falkenhotel. Guck mal, hier ist ein Thunderfalk. Ja. Guck mal hinten auch. Da sind Giraffen. Die gehen jetzt alle rein, weil es regnet. Guck. Guck mal, da ist der ganze Zoo da hinten. Die gehen alle rein, die Giraffen. In die Arche Noah. Da sind Menschen auf dem Giraffenkäfig drauf. Warum sind wir denn nicht da? Hier ist jetzt der Ausstieg für die, die keinen Bock auf nass werden haben. Ja, ich hoffe so. Oh. Stromschnellen. Das ist ein Simulator. Stromschnellen-Simulator. Hier läuft so viel Boot im Wasser rum. Ne?
Kommst du irgendwie an den Not aus? Da? Ich hab keinen Bock mehr. Zebra sind wir mal. Was sind das denn hier für komische Tiere? Kannst du mal schneller fahren? Beim Splash hätte ich gern Sonne. Komm, jetzt regt es nicht mehr. Ich tue mein Bein beim Splash hier hin. So. Ich bin schon mal irgendwie auf den Splash vorbereitet. Was machst du denn da? Mein Bein hat. Ja, dann wird das komplette Bein nass. Ja, ist doch egal. Ist das hier? Warum? Da ist ein Zebra! Ja, und die Giraffe guckt aus dem Fenster. Gnu ist Gnu. Also für alle, die das Video gucken, nein, das ist keine Rundfahrt. Es geht gleich wirklich noch hoch und man wird gleich auch wirklich noch nass. Das ist nicht nur Spaß. Auch wenn das Boot vorne trocken aussieht, die kommen hier alle völlig durchgesifft raus. Und die erste Reihe ist abgesperrt und trotzdem werden die alle nass. Ah, guck mal, da ist Oh, guck mal, die Schwalbe fliegt tief. Da ist Uni Sonne hinter uns. Voll geil, aber da hinten ist Uni Wolke. Ja, aber das war ja Uni gerade schon hier. Na. Wir sind jetzt schon bei 6 Minuten. Das ist jetzt schon länger als ein Helfen, bei 55. Ja, stimmt, ich habe ein bisschen früher angenommen. Bei die Ultimate sind wir jetzt gleich schon. Ja, stimmt. Die längste Wasserbahnfahrt aller Zeiten. Ich will gleich mal wissen, was der da oben in dem Haus zusammen macht. Wo? Da vor der Abfahrt. Ach so, das dauert wahrscheinlich über genauso langsames Förderband fahren, wie wir gerade hatten. Wenn das von Mack wäre, wäre die Fahrt jetzt schon vorbei. Ich verstehe es nicht. Nein. Da wird man noch nicht so nass werden. Da ist noch so ein Häuschen, wo das was scheiße ist. Dass ja kein Müll ist. Überhaupt nicht nass wirst. Und hier schon. Da hast du irgendwas falsch gemacht im Leben. Warum sind denn hier keine Löwen, obwohl hier Löwen sind? Wegen Hassen. Ja, aber es regnet ja nicht mehr. Für mich über Jurassic Park. Oh nein. Bleibt aus. Das wäre der Hammer, wenn jetzt hier noch. Aber das hat ja bei Valhalla auch nicht funktioniert. Oh ja. Nee, das hier. Nee, da wär's ja completely naked. So. Gib beim aus. Make up the job. Ich glaube, die waren länger nicht mehr an. Deswegen haben die wahrscheinlich gedacht, komm, dann machen wir mal den Drop ein bisschen nasser. Wake up. Sache, der damit Operator die ein bisschen Spaß da haben. Hat Vogelfutter am Haus hängen. Da sitzen zwei Leute drin. Die lachen sich irgendwie bestimmt immer einen ab jetzt. Ja, kommen die in nichts voll aus. Nee, das fährt ja mit einem Seil hoch. Was ist denn das für eine... Wir hatten das Ding gebaut, bitte. Ich will es gar nicht wissen. Irgendwo, in Afrika, wo es nicht schlimm ist, nass zu werden wahrscheinlich. Vielleicht haben sie sich unterhalten. Das ist doch der Mann, der gerade gesagt hat, ja, vier. Ja, ja. Oh, was ist denn hier noch für ein Gehege da hinten? Meerschweinchen. Ja. Hast du die Meerschweinchen gesehen? Ja. Wer baut denn sowas? Oh, wer baut denn sowas? Ich hab ein bisschen Angst, aber das Wasser fließt jetzt ab. Moritz, ich nehm's einfach so wie ein Rollback, hat sie gesagt. Was? Rollback? Rollback! So. Komm, jetzt wenn sie Tiger sehen. Das sind immer noch keine Tiger. Die Tiger sind immer die Tiger. Was gibt's da? Die haben sich schon getrunken. Da hinten ist die Seelöwen schon. Das soll super sein. Guck mal, da hinten kannst du ein bisschen Arns bleiben gucken. Was? Hast du gesehen, dass da vorne reinläuft? Ja, lass mich. Hast du das ja, gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Was passiert denn, wenn einer da sitzt? Was passiert denn, wenn wir gleich unten ankommen? Da haben wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf. Ja, aber da sitzt ja da keiner. Ja, aber es kommt ja trotzdem irgendwie. Ah, jetzt weiß ich, was das hier oben macht. Ja, es wippert. Das Boot geht einfach unter hier oben. Gut, ja, das ist also. Nee. Wer sagt, Valhalla wäre nass, der war noch nicht hier drin. Ey. Guck mal, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Das will ich. Und das ist scheiße. Bis hold tight at all times.
Ja. Leute, ich duck mich gleich. Wenn das Bild irgendwie sich aufduckt, dann sind wir alle duck. Ja. Es dauert doch noch ein bisschen. Aber warum ist dein Meins hier so schmierig? Und deins nicht? Ist der Bier schon oben? Ja, ja. So, ich halte das jetzt hier voll in Lotte in die Suppe. So, ihr wolltet das alle, ihr habt es verdient. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Selber schuld. Es ist nur Wasser. Ja. Aber ich schreie jetzt bestimmt was. Oh Gott, da ist ein Elefant da unten. Egal. Oh Scheiße. Ich kann doch gar nicht mehr. Also ich hab kein Problem. Meine ganze rechte Seite ist nass. Aber es geht noch. Da war aber Halla nasser. Halla war nasser, ja, das stimmt so. Also glaube ich noch. Noch bin ich noch. Guck mal, der Arm ist. Aber meine Füße will ich jetzt nicht nach unten stellen. Das ganz ehrlich, das ist Spritzwasser. Was haben sie denn gemacht? Spritzwasser! Guck dich gleich mal an, hier ist nix. Ich muss jetzt auch so zittern wie die anderen. Geht hier nicht rein. Leute. Meine Kamera hat nur einen Tropfen auf. Aber wie das ins Wasser geklatscht ist, ne? Ja. Da vorne wollte ich jetzt nicht sitzen. Auch allein wegen dem da. Du läufst aber erst mal so ein Ding über deinen Oberschenkel. Wenn du... Ekelhaft, ey. Ekelhaft. Guck mal, wir fahren einfach 12 Minuten mit diesem Ding. Ah, ich komm, ne? Ui, ui, ui. Da kommt bestimmt wieder so ein Kommentar. Wird erspannt bei 12 Minuten 12. Dank mir mit einem Like. Ich komme jetzt gerade von The Lost River Ride runter. Also alle Leute, die vor uns waren, die sahen aus, ey, die waren nass und weiß ich was. Und wir sind jetzt hier gerade gefahren. Und ja, also Spritzwasser, also nicht mehr als bei einer normalen Wasserbahn. Entweder haben wir irgendwas falsch gemacht oder es ist halt einfach so, wie es ist. War aber sehr interessant, besonders also die Fahrt war sehr lange, bis man dann erstmal da oben auf dem Lift ist und dann runterfährt. Was aber auch irgendwie sehr krass ist, ist halt irgendwie dieser Lift an sich, weil, weiß ich nicht, der dann doch ein bisschen anders ist als das, was man so vom Super Splash kennt. Und dann hier durch die an den Tiergehegen vorbeifahren, ist halt auch ganz cool. Hier sollten eigentlich noch Löwen oder Tiger oder irgendwie sowas drin sein, haben jetzt aber irgendwie nichts gesehen. Ja, aber ist mal was anderes, ne? Sonst kriegt man halt immer so einen Super Splash. Du fährst halt aus der Station raus, fährst eine Runde, fährst zum Lift hoch und fährst runter und dann war es das. Jetzt haben wir ja ungefähr 12 Minuten Fahrt gehabt, ist mal was anderes. Und ja, kann man mal machen, jetzt nicht so nass wie alle anderen, keine Ahnung warum nicht, aber hat Spaß gemacht. So, wir fahren, jetzt haben wir hier den Flying Coaster Hero. Wir haben wir übrigens noch einen Kon-Tiki, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wir haben jetzt noch eine knappe Stunde Zeit. Wir versuchen jetzt hier noch ein paar Achterbahnen zu fahren. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt hier nochmal ein On-Ride-Video zu machen. Weil wir das ja heute Morgen nicht gemacht haben. Und wir das jetzt ja wohl dürfen. Und ja, ihr seht, da hinten kommen böse, böse Wolken. Ich hoffe nicht, dass wir im Regen fahren müssen. Wir gucken einfach mal. Und hinten da die... Bumper, wie heißt die Hummer Bumper oder irgendwie so die Achterbahn, die fahren wir gleich nochmal. Hallo! Und ja, dann denke ich, dass das der letzte Ride wird oder nochmal SLC fahren, keine Ahnung, gucken, wie die Zeit noch ist und wie sich das Wetter hier entwickelt in den letzten Minuten. Es regnet. Alles gut.
aber Sand. War es heute Morgen besser? Warum hatte ich Sand im Auge? Weiß ich nicht. Ja, ja, Mann. Dicken Schuh! Dicken Schuh! Oh. Der Morgen kann irgendwie cooler. Ja, aber ein bisschen wärmer. Kann auch sein, dass da rein. Ja, ihr Lieben, der Park schließt jetzt gleich und wir haben jetzt noch zwei Fahrten gemacht. Einmal, ich habe den Namen immer noch nicht drauf. Wie heißt das? Humpu Tumpu? Mumbo Jumbo. Ach so, ja. Deutschland, yeah, right. Deutschland, ja, ja, ja. Fand der Marina World Board on YouTube. Und auf Kumali, den SRC, sind wir nochmal gefahren. Nochmal allerletzte Reihe und auch selbst da. Also kann man es wirklich sehr, sehr gut fahren. Schläge sind da gar nicht zu spüren. Also Gruppe ja ein bisschen, okay. Aber das, was man vom SRC kennt, auf jeden Fall nicht. Und ja. Auch bei dem Kurs da war ich sehr, sehr beeindruckt. Was ihr hier unten drunter noch seht, das habe ich gar nicht so richtig abgefilmt. Muss, glaube ich, oder ist auch noch gar nicht so alt, weil das sieht halt sehr neu aus, das Ganze hier. So Autos, drei. Ja, drei Reihen, wo ihr dann halt hier fahren könnt. Hier ist so ein richtiger Parcours. Richtig cool. Also, ihr seht hier auch nochmal drei Reihen. Hier könnt ihr überall komplett drüber gehen. Riesengroß die Anlage. Hier ist auch. Dann sind noch Arkaden drin. Haben wir hier übrigens an jeder Ecke irgendwo Arkaden, wo ihr dann halt ja, Münzschieber habt und ganz viele Spiele und sowas. Auch dafür hatte ich heute wieder keine Zeit. Ja, weil wir hier natürlich Aufnahmen machen wollten und ganz viel Spaß haben wollten. Und Achterbahn, wir sind jetzt jede Achterbahn zweimal gefahren. Die großen jeweils. Und ja, haben uns hier gut gelassen. Wir haben es leider auch nicht geschafft zu den ganzen Tiergehegen. Aber verzeiht mir, dass wir nicht, jetzt hier nicht von diesem ganzen Tiergehege euch irgendwelche. Macht das mal. Alter, der nächste Vlog, ey, den sabotiere ich dir so dermaßen. Warum? Ich muss kacken. Schreck's doch mal raus. Nö, mach ich nicht. Kennst du dich doch. Wenn der Pool kackt. Bin ich ja doch in die Straße. Also, ja, also seid mir nicht böse, wenn es hier keine Tiere gibt. Ne, hier den Heini da als Affe, der reicht mir. Nee, ja, also klar, bei in Kulmaden ist es so, ja, haut der mir schon wieder irgendwie noch rein. In Kulmaden ist es natürlich was anderes, da ist es halt ein Zoo mit ein paar Attraktionen, aber hier ist es halt was anderes. Und was ist denn bei dir los, ey? Sind wir hier am Nürburgring oder was? Alter, was ist denn hier kaputt? Wie sehen die Klos aus? Sind die Klos? Ach, die sind normal. Nicht, dass du da irgendwie so denkst. Ja, also wie gesagt. Darf ich jetzt mal bitte? Tut mir leid. Ich will doch jetzt hier aus dem Klo. Also, was wollte ich sagen? Tut mir leid, dass ihr keine Tiere gibt. Ihr kennt mal. Ihr kennt doch, wie so Tiere aussehen. Ben, so alt ist er. Der ist schon so durchgegangen. Ja, mein Gott. Ich gehe jetzt wieder raus.
hier ist auch Privatsphäre für Moritz. So, ich komme auch gleich nochmal rein und mache ein Foto von der ganzen Geschichte hier. Ja, die Attraktionen sind wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mir sehr viel weniger von diesem Park erhofft, als wie nachher hier überhaupt rumgekommen ist. Ihr seht hier dieses ganze Gebäude hier innen drin nochmal. Kann man auch hier zu trinken holen, essen und weiß ich was. Da ist auch noch ein Shop drin. Also ich denke mal hier, dieses Ganze ist noch nicht so relativ alt. Und wie gesagt, an jeder Ecke sind hier Arcade-Greifer, Ticketspiele, also Redemption-Spiele, die du spielen kannst. Eigentlich perfekt für Funtime Arena. Ihr wisst es, ich mag diese Spiele sehr gerne und hier gibt es ja auch sehr viele Videos dazu. Aus vergangenen Zeiten, was leider schade ist, ist, dass hier der Disco-Coaster oder Mega-Coaster oder wie auch immer, den ihr da hinten seht, geschlossen hatte. Ist aber für uns ja eh kein Count, also das zählt ja nicht als Achterbahn. Deswegen auch zu vernachlässigen und das ist auch, wie viele ich von diesen Dingern schon gefahren bin, da kann ich den einen auch mal auslassen. Also, steht egal. Ansonsten finde ich den Park ein bisschen schöner als gestern Lightwater Valley. Da ist viel mehr Grün, hier ist alles ein bisschen kompakter hingestellt und im Grunde, im Großen und Ganzen sind dann hier die Attraktionen dann doch halt doch ein bisschen schöner noch, dass man da hinten halt diesen ganz thematisierten Bereich noch hat mit der Wasserbahn, das hätte ich auch nicht gedacht, dass es da so schön thematisiert halt ist und ich weiß nicht, warum ich immer, ah danke, so dunkel wäre. Ja, also da hinten der Bereich ist sehr schön thematisiert, hier fehlt es an der einen oder anderen Stelle dann doch schon ein bisschen. Die Thematisierung und macht aber nichts. Also man sieht hier zum Beispiel hinten die ganz kleine Kinderachterbahn, die hat gar keine Thematisierung, die steht einfach praktisch da auf der Sohle. Ist ein bisschen schade, dann hat man daneben hier dieses Riesenrad, was dann ja, sehr schön thematisiert ist. Was wir nicht gefahren sind, sind dieser Skyfall, links da hier bei Flink, Kettenkarussell. Die sind eigentlich mehr rückwärts gefahren, als sie überhaupt gefahren sind. Also das war Moritz sogar schon zu viel. Hier habt ihr noch, seht ihr noch, hier ist ja noch der ganze Wasserbereich, der heute nicht so gut genutzt worden ist, weil halt doch der Wind ein bisschen kalt war. Wie gesagt, im Großen und Ganzen ein richtig schöner Park. Hier würde ich dann auch eher nochmal hinkommen als in Lightwater Valley. Das war dann halt, ist dann, oder geschmackstechnisch für mich dann halt doch schon ein bisschen was anderes noch hier. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich im Shop gewesen bin und ich vielleicht einen Magneten gefunden habe. Denn in Lightwater Valley haben wir ja gestern gesehen, gibt es keine Magneten von dem Park. Gut, muss ich halt mit leben, aber ansonsten, jeder Scheißpark hat irgendwie so Magnete von sich. Die haben sowieso so riesengroße Shops gehabt, wo es jeden möglichen Scheiß gibt, aber nur so einen Kugelschreiber und einen Schlüsselanhänger vom Park und das war's. Also war sehr, sehr wenig und sehr, sehr mau. Naja, so Leute, ich hatte euch ja heute Mittag irgendwann im Video gezeigt, dass hier eine Baustelle ist. Vielleicht weiß der eine oder andere nicht, was hier gebaut wird. Das wird auf jeden Fall eine Intermin-Achterbahn. Ich habe eben ja schon gesagt, Ten Inversions Coaster. Hier mit so einem Dingen. Das ist mega krass, finde ich. Ne? Ten Inversions. Das wird hier hinter gebaut. Und hier ja, wollte ich euch das nur noch mal zeigen, damit ihr auch so ein bisschen wisst, was es ist, was hier gebaut wird noch. Und das wird nicht nur hier gebaut, sondern die letzte Kurve, die wird auch noch hier irgendwie so lang gehen. Denn hier wird auch noch ein Fundament gebaut. Und ja, hier wird sich dann irgendwo, wird dann auch die Station halt sein. Nur, dass ihr das auch nochmal irgendwie gesehen habt. 840 Meter. Guck mal, hier steht Meter. Die sind doch gar nicht in Meter normalerweise hier so. Aber da steht das. Das war doch, hast du nicht gesagt, dass es eigentlich... Ja, dann haben sie es kostengünstig gekauft. Intermin, wie gesagt. Kann man nichts falsch mitmachen, denke ich mal. Und ja, wäre natürlich schön, wenn es ja schon aufgehabt hätte, ne? Aber ist ja immer so. Dann lohnt es sich halt nochmal hier hinzukommen. Wie gesagt, ich finde es hier auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Richtig schön. Auch hier dieser Vorplatz lädt halt auch schon irgendwie ein, wenn man hier diese ganzen Sachen sieht. Hier muss auch noch eine Show gewesen sein auf diesem Schiff. Haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht, ob die gelaufen ist. Ja, Sansibar heißt hier das Ganze. Ist halt alles so ein bisschen Piratenthematisierung. Aber... Ja, hier sehr viele Restaurants, hier kann man auch noch irgendwas essen gehen, da kann man essen gehen, Toiletten haben sie auch ohne Ende, haben wir gerade auch nochmal getestet, sind sauber. Moritz, da, Food Market, Moritz kriegt seine Zahnbürste jetzt. So, ja, das ist ein Supermarkt, da kriegst du aber bestimmt noch... Ach so, ich habe gehört, Food Market heißt was wie Supermarkt. Naja, egal. Wir gehen jetzt gleich nochmal irgendwie gucken. Hier irgendwo um die Ecke, ob es hier noch irgendwas
Ja, so ein Supermarktkeeper muss man eine Zahnbürste. Hat er gestern vergessen im Hotel. Und das hat hier auch noch ein bisschen länger irgendwie auf, denke ich mal, hier dieser Bereich. Jetzt ein bisschen noch, weil da hinten gibt es einen riesengroßen Campingplatz. Ist dann halt so ein bisschen wie Sakhan so zu sehen vielleicht, wo man halt auch Urlaub machen kann und man kann hier diesen Park nutzen. Die haben auch da hinten, glaube ich, einen separaten Eingang noch. Also sehr interessant, auch für Familien hier aus der Umgebung. Aber sind wir ja nicht. So, jetzt gucke ich nochmal, ob es hier einen Magnet gibt und dann geht es hier weiter. Ja, wenn ihr nicht ins Disneyland kommt, weil es euch zu teuer ist oder zu weit weg ist oder so, dann könnt ihr auch hier hinkommen, denn hier gibt es eine Disney-Kollektion. So mit so Sachen und Figuren, die ihr auch im Disneyland wirklich kaufen könnt. Also die eine oder andere Figur ist mir da schon mal untergekommen. Sehr witzig. Hat überhaupt nichts mit dem Park zu tun. Aber naja, ne? Disney ist hier irgendwie auch ein bisschen präsent. Wie witzig. So ihr Lieben, wir sind raus. Ich habe mir noch einen Magneten geholt. Es gab noch wirklich einen. Also es gab mehrere, aber das war der einzige, wo das Logo so irgendwie drauf war. Ja, was muss ich noch sagen? Eigentlich nichts mehr. Ich habe ja gerade eben schon ein Fazit gegeben. Ich finde es hier schön. War richtig toll. Schöner Tag, schöner Park. Vor allem, wenn man hier auf dem Parkplatz fährt, dann hat man hier schon mal so einen Überblick über den ganzen Park, überall die Achterbahn und so. Richtig cool. Und da hinten ist auch noch so ein Flamingo-Land Eingangsschild. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich dann auch für die Leute, die hier campen, übernachten in diesen Lodges und was es da alles gibt, eine Caravan oder weiß ich. Es macht auf jeden Fall Bock hier, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne nochmal hier wiederkommen, ist wirklich richtig schön. So, wir fahren jetzt noch zu einem Lidl, weil Moritz braucht eine Zahnbürste und er glaubt nicht, dass es im Lidl Zahnbürsten gibt. Im Rewe gibt es welche. Schreibt alle mal in die Kommentare, wer schon mal im Lidl eine Zahnbürste gekauft hat. So. Oh mein Gott, ihr glaubt es mir nicht. Naja, gut. Also, ja, wir sehen uns im nächsten Vlog von der Tour. Für den einen oder anderen Freizeitpark-Fan einen kleinen Tipp schon voran. Dieser Park ist von diesem Park hier nicht so weit entfernt. Da, ja. Und wir haben eine Promotion. Die Heidi besucht uns morgen. Ne, wir besuchen die Heidi, so rum. Das alles in dem nächsten Vlog. Ihr könnt ja mal überlegen, welcher Park das eventuell sein könnte. Das wäre dann Park 4 auf der Tour von 10. Aber von hier aus erstmal auf Wiedersehen. Schön, lieber liebes Flamingoland. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Danke fürs Zugucken. Kommentiert bitte das Video fleißig. Like das Video fleißig und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um kein Video von der Tour oder sämtliche anderen Videos hier zu verpassen. Bis zum nächsten Mal hier bei der Funtime Arena. Tschüss!